Uran ist hier auch, das ist ja interessant. Das hier ist halt einfach nur Eis, ne? Genau, Eis. Also man kann sich hier sogar seinen Tank so ein bisschen wieder auffüllen, wenn man das braucht. Frage ist halt echt, wo hier Platin ist. Da ist sowas komisches Braun, das habe ich noch nie gesehen. So, hier ist Uran, und zwar auch nicht gerade wenig. Uranium, genau. Ach, das ist wieder Eisen. Hanno. Tja. Also Platin haben wir hier wohl keins. Zumindest, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie es aussieht. Müsste ich nochmal nachgucken gleich. Das ist schon cool, oder? Das ist richtig cool, hier so rumzufliegen, an so Asteroiden und so nach Materialien zu suchen. Ist schon echt geil gemacht. Kann man echt nichts gegen sagen. Wir haben ein super Schiff dafür, was jetzt auch funktioniert. Und die Erde. Yeah. Da war noch ein Asteroid. Der ist halt zu weit weg, ne? Das sieht so nah aus, der ist aber relativ weit weg. Müssen wir halt mit normalem Schiff hinfliegen, dann im Survival. Ja, wie gesagt, ich wollte es nur mal zeigen und das geht eben auch alles. Also wir können jetzt hier aus dem Bohrer rausziehen. Nochmal fix machen. Upsala. Bohrer. Oh, warte. Komm hier mal hier rein, ne? So, zack, Bohrer an. Und jetzt gehen wir hier halt einfach nur in den Stein rein. So. Und bohren jetzt hier an einem Asteroiden rum. Cool, oder? Da ist unser Schiff. So, und wenn wir jetzt angenommen, wir hätten jetzt fertig gebohrt, dann würden wir einfach wegfliegen davon. So, würden uns zu unserem Schiff zurückbegeben. Lalalala. Will ich auch mal testen, ob das so funktioniert. Müsste aber. Bremsen, bremsen, bremst doch. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit den Schiffen hier im All, weil wir ja keine Schwerkraft mehr haben. Mal gegen regulieren können. Upsala. Ah, Spiegel verkehrt. So. Drehen. So. Noch vorwärts reinfliegen, das ist in dem Fall egal. Ich muss aber jetzt hier andocken, deswegen mache ich das so rum. Will ja jetzt hier andocken. Achso, warte mal. Moment, ganz kurz. I. Kontrollfeld. Connector. Kraft runterstellen. So. Dass es sich halt nur so ein bisschen ansaugt. Nicht so fest macht. Ja. Lalalala. Saugt er sich denn jetzt fest? Ja, macht er. Jetzt ist die Frage, habe ich jetzt schon Zugriff? Ne, habe ich nicht. Also muss ich auf P drücken? So, okay. Jetzt habe ich hier Zugriff, jetzt kann ich Folgendes machen. Ich bin jetzt hier mit allem verbunden. Alles, was orange ist, gehört jetzt zum großen Schiff. Jetzt kann ich Folgendes machen. Jetzt kann ich über diesen Connector direkt den Stein hier nehmen, zack, und kann den zum Beispiel in den Verbinder hauen. Muss ich den, warte mal. Wo ist denn der Verbinder? Hier. Ist der, ach so, der ist gar nicht verbunden, ne? Hier müssen wir nochmal gucken. Ist der nicht verbunden? Ich dachte, wir hätten den verbunden. Sekunde. Also der ist auf jeden Fall verbunden. Er hier nicht? Ach so, ich weiß warum. Ja, ja, deswegen. Verbindungsfrachtblöcke. Kleine Förderleitung. Gebogene Förderleitung. Das reicht eigentlich auch schon. So. So. Da dran. Und da dran. So, jetzt ist es verbunden. Ja, der war gar nicht verbunden vorher, deswegen, ne? So, jetzt müsste es aber eigentlich. Also, jetzt müsste es gehen. Mal sehen. So, P drücken, I, und dann können wir jetzt normalerweise Connector, genau, in Connector reinhauen. Und normalerweise, achso, Moment, das muss man auch noch machen, Connector, wo ist er denn? Oh, ich löse mich nochmal eben, dass ich den richtigen nehme. Connector. Nee, warte, wollte ich hier machen. Gruppen, alle Blöcke, Connector, da. Hier reinziehen. Rauswerfen. Und alles einsammeln. Müsste so gehen.
So, warte. Ja, hier dran. Okay. So. Jetzt müsste er normalerweise alles rausschmeißen. Ach so. Ah, ich weiß warum. Oder hat er das jetzt schon gemacht? Ne, macht er nicht. Genau. Wir müssen noch den Verbinder auf... können wir uns den ja auch ziehen? Alle Blöcke. Konnektor, Verbinder. Alles. Also hier rauswerfen und alles einsammeln. So. Geht das jetzt so? Macht er nicht, ne? Gut, dann müssen wir es einfach jetzt hier reinlegen. Gut, dann können wir uns den ganzen Kram unten sparen. Moment. Weg, weg. Entfernen, entfernen. Ja, wir sind halt darüber jetzt verbunden. Das passt auch so. Ihr habt es gesehen. Ich habe jetzt hier im Prinzip den Stein hier reingelegt in den orangen Frachtcontainer und der gehört eben zum großen Schiff. Und da kann ich es einfach direkt rüberziehen. Fertig. Ich dachte, ich kann es einstellen, dass es sich automatisch rüberzieht. Aber naja, geht auch so. So, jetzt haben wir hier im Prinzip entladen. Und jetzt drücke ich auf P. Fliege ein bisschen vor. Lande mit dem guten Stück. So. Zack. Triebwerke aus und P. So, jetzt sind wir wieder verbunden hier. Im Schiff komplett. Hangar zu. Luft haben wir hier ja eh keine. Genau, Oxygen non. So, jetzt ist halt die Frage. Jetzt gehen wir normalerweise hier rein. So. Jetzt gehen wir, machen wir hier zu. Und hier müsste jetzt normalerweise Luft sein. Hier ist keine Luft. Warum nicht? Warum ist hier keine Luft? Die Dinge müssten doch hier laufen. Ich glaube, ich weiß warum. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Loch drin, ne? Kann das sein? Was rausgerissen hat. Oder es liegt daran, dass wir kein Eis mehr haben. Wahrscheinlich wird es daran liegen, dass wir kein Eis mehr haben. Oder alles in Hydrogen umgewurschtelt. Hm. Naja, ist aber auch nicht so schlimm. Brauchen wir ja theoretisch auch nicht. So. Klappe zu, Affe tot. Ja, wieso geht der nicht? Der hat... Doch, jetzt. Der geht. Chicken low. Ach. Ich weiß, warum... Hier, weil hier nicht so ein Ding ist, ne? Weil hier, also hier ist ja eigentlich alles zu. Hier ist ja alles zu. Hier ist ja kein Loch oder sowas. Der müsste also normalerweise... Brauchen hier auch noch so ein Ding. Gut, das können wir fix machen. Wie hieß denn das gleich nochmal? Lüfter, genau. Aber hier ist ein Lüfter. Wieso macht denn der nichts? Ah. Wegen der Türe, oder? Weil der Raum nicht in sich geschlossen ist? Oder weil er nicht connected ist? Ach, der ist nicht connected, Alter. Wie schlau ich bin manchmal. Wo klatscht man den mal dran? Eigentlich egal, ne? Können wir da oben direkt dran klatschen? So. Macht er jetzt was? Der müsste jetzt eigentlich arbeiten. Lock ist an. Entlüften aus. Wieso macht der nichts? Dann haben wir hier doch ein Loch. Also der eine hier, der war nicht connected. Das ist schon richtig, dass er da nichts gemacht hat. Aber das heißt, wir haben hier doch irgendwie ein Loch. Ich glaube, ich weiß sogar wo. Mal, ich glaube, das hier geht so nicht. Shift P, Farbe nehmen. So. Und. So. Hm. Wo ist das Loch? Wo ist hier ein Loch? Das kann doch nicht sein. Wir haben doch eigentlich hier alles richtig gemacht. Oder nicht? Was Wichtiges vergessen? Türen sind dicht. Hier hinten ist alles dicht. Dürfte eigentlich nichts passieren. Moment mal kurz. Dürfte eigentlich mal hier hochgucken. Weil die arbeiten nur, wenn es dicht ist. Wenn das nicht dicht ist, dann machen die nichts, um einfach nicht Sauerstoff zu verballern. Sinnlos. Ja, ich weiß es nicht. Hier sehe ich auch nirgendwo, dass hier irgendwas undicht wäre.
Irgendwo ein Loch. Warum ist das so? Tja, keine Ahnung. Aber hier geht's auf jeden Fall. Hui, hier kommt sogar Luft raus. Hier ist es ja auch die Hauptsache. Also wir können ja auch, ich kann auch damit leben, wenn hier jetzt keine Luft ist, warum auch immer das der Fall ist. Lass den trotzdem mal da oben dran. Verbunden ist er. Kann den auch hier dran kleben. Warte mal. Lüfter. Ich kann den mal den, vielleicht war das mit den Kabeln nicht richtig. An den normalerweise irgendwo direkt dran kleben. Also zum Beispiel hier oben so. Direkt an den, aber das hat damit eigentlich nichts zu tun. Müsste eigentlich auch so gehen. Egal. Hauptsache, hier haben wir Energie, also Sauerstoff. Hier passt es. Auf der Brücke, die noch ein bisschen leer ist. So, egal. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir noch den kleinen Rückweg. Ist schon cool. Dieser coole Bagel-Asteroid. So, jetzt drehen wir uns Richtung Erde. Ich sag mal Erde, das ist gar nicht die Erde, ne? Aber, ja, aber macht auch nichts. Und ihr seht, Energieverbrauch 2%, also der Sprungantrieb ist voll aufgeladen. Und ich würde sagen, wir gucken mal. Also wir haben jetzt ungefähr 1041 Kilometer. Achso, wir sind im Gravitationsfeld von dem Asteroiden. Okay. Ein bisschen hier weggehen. Ach, deswegen haben wir auch Geschwindigkeit gewonnen, weil das Ding Gravitation quasi abgibt. Das ist ja relativ viel Gravitation sogar. E-Kraft 1,0. Ja los, geh weg, du Gravitationsfeld. Verschwinde! Ah ja, jetzt kann ich. Wird gar nicht angezeigt. So. Moment. Träger sind wir kurz anmachen. 1136. Gucken wir mal, wie nah wir rankommen. 1136. 8. 7. 6. Cool gemacht. Auch dieses Geräusch. Hört mal hin. Bam. Und da sind wir. Im Prinzip ja direkt beim Planeten. Also wir sind ungefähr 1100 Kilometer geflogen. Das ist schon ziemlich geil. Das ist schon ziemlich cool, ey. Braucht halt auch recht lange zum Aufladen. Wir könnten noch einen zweiten dran bauen. Dann können wir quasi doppelt springen, ne? Ginge auch um halt noch mehr Strom. Wir sind, Verzeihung, wir sind jetzt schon bei 73%. Aber ich denke, das reicht so. Ne? Ja, sehr schön. Dann würde ich an dieser Stelle Folgendes machen. Ich würde jetzt die Aufnahme beenden, würde mich fürs Zuschauen wieder bedanken. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir das Schiff so lassen wollen. Ich finde es so ganz geil und ich würde mal denken, das passt auch. Ach, warte, bevor wir rausgehen, eine Sache muss ich natürlich noch machen. Weil ich will das Schiff gar nicht so speichern. Nee, komm, ich speichere das so nicht, weil er hat ein paar Damage-Dingsbums da bekommen überall. Ich speichere das so nicht, ich lasse das alles so. Ich werde dann die Änderungen, die wir jetzt vorgenommen haben, nochmal dann offscreen gleich machen. Und dann klatschen wir nämlich hier draußen nochmal einen Hangar-Knopf hin. Hier draußen so irgendwo hin. Dass wir auch mal so ran können, ne? Gut, also dann, liebe Freunde, mit diesem Knall bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüssi!